Willkommen zurück, da bin ich wieder mit Let's Play Tomb Raider 1 Revised im Palast des Midas. Wir haben in der letzten Folge unseren ersten Bleibarren gefunden, auf Englisch Lead Bar. Jetzt habt ihr nochmal was gelernt. Barren heißt auf Englisch Bar und Blei wahrscheinlich Lead. Meinetwegen. So, die eine Tür haben wir geöffnet, das haben wir geschafft. Jetzt probieren wir nochmal diese Tür da drüben zu öffnen. Wo ich das letzte Mal komischerweise dran gescheitert bin. Wir zoomen das Ganze mal ran. So, wir haben Omega. Ich weiß jetzt nicht mehr, was gezogen und was nicht gezogen ist. Ich habe das Spiel jetzt so 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Omega, ich weiß jetzt nicht, was ist. Aber das können wir rausfinden, indem wir gerade mal auf diese Tür gucken. Und zwar ist Y... Und dann 4 Omegas. Also das heißt, Y muss ich gucken, wie es hier ist. Y ist gezogen. Okay. Das heißt im Umkehrschluss, dass diese 2 gezogen sein müssten. Und beim ersten weiß man es nicht. Also gucken wir mal, ob die Tür auf ist. Nö. Und wenn ich den jetzt da vorne nochmal rückgängig mache, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Normal müsste die Tür jetzt auf sein. Ist sie auch. Keine Ahnung, was ich in der letzten Folge falsch gemacht habe. Jetzt geht die Tür auf jeden Fall auf. Das erleichtert mich wirklich, weil ich weiß, dass das Spiel nicht verbuggt ist. So. Dann speichern wir das gerade mal ab. Palast des Midas. Und ja, das ist, glaube ich, der Raum mit der Säule, den man sprengen muss. Oder? War das der Raum? Keine Ahnung. Gut. Also, gucken wir gerade mal hier so ein bisschen die Ecken ab. Ob da vielleicht was drin liegt oder so. Das ist auf jeden Fall hier schon mal nicht der Fall. Und hier auch nicht. Gut. Das heißt, wir gehen einfach mal hier drüben in die Öffnung rein. Und bringen die Säule zum Platzen. Ich glaube, so war das. Da musste man hier unten einen Block ziehen. Das ist der aber nicht, der sieht nur so aus. Der hier. Und dann dürfte die Säule kaputt gehen. Und vielleicht ist ja in diesem Remake was hinter dem Block versteckt. Okay. Es hat schon mal geklappt. Es gab auf jeden Fall ein Geräusch. Und auch hier in diesem Remake ist leider nichts dahinter. Gut, dann eben nicht. Rosa Block und nichts dahinter. Können wir nicht ändern. Deswegen gehen wir jetzt nach oben und probieren da ein bisschen lang zu springen. So. Hier oben ist keine Öffnung drin. So, hier oben ist jetzt nämlich die Säule gesprengt und hier drüben liegt jetzt überall komischer, was weiß ich, für ein Knies rum. Und da können wir jetzt drauf rumlaufen. Und wahrscheinlich jetzt auf die Säule springen. Und von der Säule aus uns festhalten, damit wir nicht runterfallen. Und dann hier rüber springen. Das klappt ja ganz gut. Und hier rüber. So. Viel mehr kann man hier, glaube ich, nicht machen. Und dann springen wir hier rein und können hier hochklettern. Okay, dann machen wir das. Klettern hier hoch. Ach, ich glaube, das ist die Stelle genau mit dem kleinen Becken hier. Und tot. Oh nein, Krokodil im Wasser. Okay, dass sich aufgehängt hat. Ich höre Gorillas, aber ich glaube, die sind eine Etage weiter unten. Wo wir dann auch mal gleich hingehen werden.
Aber erst müssen wir ein Geheimnis holen. Und das Krokodil abschießen. Gut. Das heißt, jetzt können wir auch ins Wasser springen, ohne dass uns was passiert. Und holen erstmal Geheimnis Nummer 1. Von dieser Stelle hier. So, und die haben wir abgeschossen. Kann ich hier hoch? Sieht bald so aus, als könnte ich da drauf klettern. Aber ich glaube, das geht nicht. So, also ins Wasser. Und hier kommen wir jetzt zu einem Geheimnis. Unter Wasser liegt nichts. Auf der anderen Seite ist das Secret. Und da kommen wir ja hin, wenn wir hier oben drüber laufen und da lang springen. So kommen wir auf jeden Fall an das Secret dran. So. Und ja, klasse. Okay. Nochmal. Das war auch nichts. Man muss das so machen, dass man auf dieser Rampe landet. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber ich weiß es jetzt mittlerweile. Und dann kommt man ganz einfach zu dem Geheimnis. Uzi-Munition und Schrotmunition. Das ist natürlich wunderbar. Und dann tauchen wir wieder weg. Wie viel Munition haben wir eigentlich? 4 Stück. Und 2. Okay, das ist sau wenig. Aber ich habe gerade Tomb Raider 4 gespielt. Habe ich gerade zu Ende gespielt. Und ja, da hat man auf der Schrotflinte ja über 100 Schuss. Auf beiden Ammos über 100 Schuss. Weit über 100 Schuss. Und deswegen kommen jetzt hier 2 und 4 echt wenig vor. Ja, ja, so ist das. So, und weil ein Geheimnis uns nicht zufriedenstellt, müssen wir gleich eins hinterherholen. Und zwar das hier unten drin. Genau. So, und dann nehmen wir unsere Pistolen, stellen uns gegenüber von dem Gorilla, dass er wieder versteinert. Genau, und schießen ihn ab. Das finde ich echt witzig. So, der ist tot. Gut. Dann haben wir das geschafft. Wunderbar, dass es diesen Bug gibt, sonst wäre das schwieriger gewesen. Und hier liegt irgendwo, glaube ich, auf der Seite noch ein Medipack rum. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Auf dieser Seite gucken wir auf der anderen Seite. Aber ich glaube, es liegt links irgendwo. Oder liegt hier überhaupt irgendwo eins? Oder ist das in dem Remake überhaupt so wie im Original? Alles so Fragen, auf die ich jetzt gerade keine Antwort weiß. Wo ist das Medipack? Ich sehe jetzt hier wirklich keins. Wenn ich keins sehe, dann gibt es wahrscheinlich auch keins. Ich sehe wirklich keins. Ich gucke jetzt nochmal diese Reihe hier ab, aber ich glaube nicht. Nö. Hier sind keine Medipacks versteckt, das heißt, wir gehen ganz enttäuscht und beleidigt weg. Weil so ein Medipack hätten wir uns echt mal da lassen können. Hier drin liegt auch nichts. Achtung, gleich kommt ein Löwe um die Ecke. Weil ich es einfach wusste. Und da ist noch einer, der mich jetzt aber erschreckt hat. Gut, der ist tot. Und dann nehmen wir wieder die Pistolen. Weil hier können wir nicht so verschwenderisch mit der Schrotflinte sein wie bei Tomb Raider 4. In diesem Spiel würde ich nie auf die Idee kommen, Fledermäuse mit der Schrotflinte abzuknallen. Ganz einfach, weil in diesem Spiel die Schrotflintenmunition viel, viel, viel mehr wert ist. Ist echt so. Ja, und dann können wir hochhangeln. Zu einem großen Medipack, glaube ich. Da bin ich mal gespannt, ob das hier liegt. So, die nächste Fläche dürfte sie sein. Genau. Da können wir jetzt runterlassen. Und da ist eine Fledermaus. Hier, wo ist das Medipack?
Im Original lag hier irgendwo ein großes Medipack. Haben wir das jetzt übersehen? Ne, haben wir nicht, ne? Im Original liegt hier nämlich noch ein großes Medipack. Was jetzt hier leider nicht da ist. Es hat ja schon mal ein großes Medipack in diesem Level gefehlt, nämlich auf dem Dach von diesem Garten. Falls ihr euch erinnern könnt. Aber gut, wir brauchen kein Medipack, wir haben nämlich genug. 13 kleine und 12 große, die reichen erstmal dicke. Und tot. Das heißt, wir springen hier nochmal rüber. Genau. Und Fledermaus. Komm her, ich hab dich doch gehört. Da ist er. Bam, bam, bam. Gut, und dann können wir weitergehen. Hier nach oben. Und da kommen wir nämlich, glaube ich, oben zu dem bröckligen Boden, den wir gerade von unten gesehen haben, in dem Raum mit dem Wasser, wo das erste Geheimnis von dieser Folge war. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken, ich habe voll den trockenen Mund. Einen Moment. So, schon viel besser. Gut, dann gucken wir mal hier hoch. Und hier ist nämlich die Stelle mit dem bröckligen Boden. Und hier liegt im Original auch was und das liegt hier zum Glück auch. Ein Medipack. Auf der Seite liegt nichts, das heißt, wir gehen weiter auf den Balkon, sag ich jetzt einfach mal. Von dem Delfinbecken. Wenn ihr jetzt überhaupt wisst, was ich meine. Aber erst kommt noch diese Stelle hier genau. Hier runter. Hier, das liegt echt dran, weil ich erst diese App gespielt habe. Die Musik finde ich cool. Die finde ich cool. Die gibt es sonst keinem Tomb Raider-Teil. Finde ich eine echt coole Musik. Muss ich jetzt an der Stelle nochmal sagen. Und das Krokodil finde ich nicht cool, deswegen knalle ich das jetzt ab. Dann ist hier Schluss mit lustig. Ach komm her, Kroko. Kroko. Komm her. Eigentlich könnten wir das auch am Leben lassen. Weil da müssen wir eh nicht mehr hin. Komm, dann nehmen wir einmal unser Herz, haben ein gutes Herz, Lara, und lassen dieses nette Krokodil am Leben. Da haben wir mal was Gutes getan. Aber dafür die Fledermäuse nicht. Die töten wir trotzdem. So. Ich glaube, es war nur eine. Und hier drüben liegt jetzt der nächste Bleibarren. So, wunderbar. Das heißt, wir können uns wieder runterlassen. Und gehen zum nächsten. Ich glaube, hier drüben wäre besser. Dann verlieren wir nicht so viel Leben. Und wir müssen gleich eine gute Waffe nehmen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal unsere Uzis. Das Revolver haben wir ja noch nicht. Gut. Dann haben wir die auch erledigt. Speichern. Mit unseren geilen Uzis, auf denen wir noch 392 Schuss haben. Gut. Dann gehen wir zurück zu unseren Schaltern und machen dann die Tür in der nächsten Folge. Die nächste Tür, die dritte Tür, die letzte Tür, in der wir einen
Bleibarren finden, die wir dann noch vergolden müssen und einsetzen müssen. Und dann kommen wir in dieses wunderschöne, tolle Level mit den schönsten Hintergrundgeräuschen im ganzen Spiel. Die Zisterne. Leute, wir kommen danach in die Zisterne. Die Zisterne. Oh Mann, da freue ich mich ja schon riesig drauf. Auf die Zisterne. Gut. Aber Leute, wir werden auch die Zisterne mit diesen schrecklichen, ekelhaften Hintergrundgeräuschen auch überleben. Die Zisterne. Ja, gut. Beruhig dich. Das ist nur halb so wild. Gut, und hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf der Suche nach dem dritten... Ja. Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Bleibarren. Damit wir in die Zisterne kommen können. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao.